Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Zeig mir deine Tricks. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Wir gucken jetzt erstmal hier ordentlicher Tritt. Das wollte ich schon lange mal lernen. Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. Du hast bestimmt schon oft jemanden in den Hintern getreten. Aber das, was ich dir zeige, ist was anderes. Ich rede von einem echten Tritt. Das ist ein Angriff, genau wie mit deinem Säbel oder Gewehr. Wenn du einen Kerl vor dir hast, kannst du ihn von dir wegtreten. Das bringt dir Zeit und ist nützlich, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Gepanzerte Viecher sind noch was anderes. Die kannst du mit einem Tritt zu Boden werfen und dann abmurksen. Das klappt aber nur, wenn du sie im richtigen Moment triffst. Warte, bis sie sich aufrichten. Ich werde es versuchen. Okay. Danke für das... Das wollte ich... Jetzt haben wir wenigstens das. Wie können wir das überhaupt einsetzen? So nicht... Treten. Ah, Abwehren und Leertaste. Okay, gut, dann wissen wir das schon mal. Das speichern wir doch gerade mal. Das muss jetzt sein. Irgendwas muss ich ja anfangen mal zu lernen. So, Map-mäßig. Müssten wir eigentlich noch in den Dschungel. Wir könnten mal da unten entlang. Oh, alle Würgerante. Würgerante. Würgeranke. Blutwurzel. Ich finde es natürlich blöd, dass wir jetzt Patty nicht dabei hatten. Das hätten wir uns vorher überlegen müssen. Jetzt muss ich das alles alleine machen. Was haben wir denn hier noch? Pokopilz-Proviant. Wasseranimation finde ich für damalige Verhältnisse übrigens echt gut. Also, ich habe schon hässlicheres gesehen, deutlich. Und Wasser ist halt immer so eine Sache in einem Spiel. Klar, der Wasserfall ist jetzt nicht so das Highlight des Tages, aber kann man mal machen. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Da ging es nicht runter. Aber hier haben wir noch eine... Ein Pulvermond. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich glaube. Wir speichern. So, mapmäßig laufen wir jetzt mal da hoch. Ohne Patty wird es natürlich alles richtig zum Kotzen. Ich speichere nochmal. Eine Schädelblüte. Hier haben wir ganz viel Zeug. Schwarzer Oleander. Goldklee? Ist das... Ich glaube, das soll Wasser darstellen, auch wenn es nicht wirklich... Ihr wisst, was ich meine. Ist nur minimal buggy, aber nur minimal. Oh, da ist ein Truthahn. Den töten wir, den schaffen wir. Gerade so. Ey, deine Sprunganimation ist der Hammer. Ciao, Truthahn. Ja. Oh. Ja, das ist ja super. Und ich wollte den mit dem Schuss abknallen. Danke für Geflügel, danke für Geflügel und danke für Geflügel. Dann die Pflanze, das Goldklee nehmen wir mit. Goldklee nehmen wir mit. Und Goldklee nehmen wir mit. Soweit, so gut. Würgeranke, wir speichern nochmal. Ein Wildschwein, yay. Wir schießen's ab. Treten. Das Treten bringt irgendwie nicht so viel. Habe ich das Gefühl. Ausweichen! Ausweichen! Allein schon ein Warzenschwein ist schon so übel zu töten, ey. Also Proviant nehmen. Oh, eine Kiste. Krug und 2 Gold. Hammer, das ist ja... Bald sind wir reich, wenn es so weitergeht. Grog, nicht Krog. Grog, warum sage ich Krog? Entschuldigung. So. Mapmäßig sind wir jetzt gleich hier unten am Strand. Da wird ja wohl irgendwas sein, hoffe ich doch mal. Ich finde es immer noch kacke, dass wir Patty abgegeben haben. Die war so nützlich.
speichere nochmal, ich habe Angst. Schädelblüte nehmen wir mit. Und abknallen. Ausweichen. Hat nichts gebracht. Ja. Wir verprügeln einfach, ist egal. So. Proviant, 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 Proviant. Oh Gott, das wird blöd. Wir gucken hier oben noch entlang, während sich das Leben noch regeneriert. Hier sieht aus, als ob man graben könnte. Nein? Und den Schatz suchen wir ja übrigens auch noch. Mann, ich hätte den gleich mitnehmen sollen. Das ist ein bisschen viele, hä? Das war's. Die kriegen wir nie alle tot. Hilfe! Hilfe! Ich sehe nichts. Geh weg mit euch. Ich mach euch alle platt. Könnt ihr das hinhauen? Nein, nein, ich nutze keine Bugs oder so. Sehr gut. Ah ja. Jetzt noch du. Einfach immer drauf, das geht am besten. Oh. Drei. Vier Stück haben wir jetzt, oder was? Er hat einfach so vier Stück platt gemacht. Alleine. Wer braucht schon Patty? Speichern, wir haben kein Proviant mehr, toll. Oh, eine Truhe, die nehmen wir natürlich mit. Und vier Gold, lass mich raten, vier Gold. Oho, eine Perle und ein Proviant, das ist ja der Wahnsinn. Wo schon wahrscheinlich Jahrhunderte da drin liegt und schimmelt. Muss das jetzt sein? Wir machen den schnell fertig und dann rennen wir erstmal weg. Genau. Das mit dem Treten müsste eigentlich gut funktionieren hier. Okay, gegen ein okay, aber nicht gegen mehrere. Ist nicht so geil. Natürlich daneben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Vor allem liegen die so lange, bis ich sie, glaube ich, angreife. Oder die brauchen dann ewig. Schade. Jetzt. Nein. Richte dich auf. Ja, jetzt. Okay, jetzt ist das Hammer. Abwehren, abwehren. Jetzt! Was? Das hat nicht funktioniert.
Jetzt! Ja, okay, jetzt haben wir ihn. Puh, anstrengend. Wieder eine Useless-Muschel und eine... Haben wir den schon aufgehoben? Echt? Okay. Langsam, aber sicher kommen wir hier voran. Ey, anstrengend. Hoffentlich lohnt sich der Mist auch. So, was haben wir hier? Eine Geisterlili. Und ein Gegner. Ich muss einen umwerfen, damit ich den anderen töten kann. Wir gehen jetzt zurück, bevor ich den anderen noch irgendwie pull. Das wollen wir ja nicht. Natürlich daneben. So. Den zuerst. Jetzt. Müsste reichen, um ihn zu töten. Proviant, Proviant. Jetzt. Okay, nice. Wie kann man sowas... Du kannst es ihm auf die Brust legen und abdrücken. Wie kann man da daneben schießen? Dein Ernst? Der dritte ist übrigens Gold wert. Ohne den hätten wir das hier nie geschafft. Jetzt. Okay, gut. Nice, den haben wir auch. 100 Rubel. Wir haben noch ein Proviant, was ich jetzt nehmen werde und speichere. Das wird eine Katastrophe. Natürlich wieder zwei. Den einen haben wir erstmal um. Warten, bis er sich aufstellt. Natürlich daneben. Wie schnell stehen die eigentlich wieder auf? Jetzt. Kann es sein, dass die im Wasser schneller wieder aufstellen? Aufstehen, deswegen gehe ich mal ein bisschen zu Land. Komm schon. Stell dich jetzt auf. Ja, so wie der. Ja, haben wir. Inventar. Oh, benutzbares. Ich glaube, wir müssen uns den rum. Bisschen Grog. Zack. Sieht gut aus. Jetzt, okay. Jetzt bist du dran, du Drecksviech. Hihi. Schöne Kombo hier. Jetzt. Zack, 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 zack. Und noch eine. Und Last Hit. Oh, wie sieht's eigentlich mit unserem Charakter aus?
Wie viel XP haben wir schon? 3600 Ruhm, das läuft eigentlich echt gut. Ich glaube, ich werde jetzt mal Klingen einmal hochleveln. Ja, ich möchte das erhöhen. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Gerissenheit haben wir ja schon auf Stufe 3, warum auch immer wir das so hoch gemacht haben. Ich glaube, wegen dem Diebstahl. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Oh mein Gott, wie schnell war die denn, bitteschön? Ja, gutes Timing. Ich glaube, wir haben höheres Attack Speed, wenn ich mich nicht irre. Jetzt! Ja. War einmal zu viel. Kampffänger. Ja, nach so vielen, wie ich besiegt habe, kein Wunder. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Rum nehmen oder einen Grog. Wenn das Safe Zone Sorry, da kommt schon wieder der Nächste. Ich krieg langsam das Kotzen vor den Viechern. Maki-Beere. Natürlich zwei. Wie schnell ist der schon wieder aufgestanden? Ich bin hier ein bisschen out of position, würde ich sagen. Oh. Stell dich auf. Er hat mich getrollt. Ich wusste es. Treff. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt wird's easy. Ja. Zack, 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 zack. Abwehren. Eins zu viel. Okay, jetzt finishen wir. Anstrengend, ey. Aber damit leveln wir und das ist ja die Hauptsache. Hallo, Tempel und Truhe. Hoffentlich ist da mal was Gescheites drin. Eine Fackel und 50 Gold. Ach, immerhin. Hier geht's noch nicht rein. Wahrscheinlich noch nicht. Betonung darauf. Sieht echt schön eigentlich aus für damalige Verhältnisse. Wow. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ja, leider Gottes verstehst du davon nichts, Mann. Das ist bestimmt voll das nice Stuff drin. Voll der nice Stuff. Gucken hier noch einmal rum. Mann, ich würde gerne mal belohnt werden, dass ich hier so einen Erforschungsdrang habe. Das ist mit einer Schatztruhe oder so, die man nicht öffnen muss. Wir müssen uns den Ort auf jeden Fall hier merken. Ganz hinten am Strand ist es. Ich sollte aufhören, hier rumzurollen. Entschuldigung. Was haben wir hier noch?
Eine Geisterlilie. Nicht die Geisterlilie, die Geisterlilie. Ich nenne sie Geisterlilie. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt könnt ihr nichts mehr dagegen tun. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf der Insel erwartet. Oder halt hier auf dem Plätzchen, wo ich hier bin. Aber ich glaube, jetzt haben wir so gut wie alles durch. Sieht ziemlich danach aus. Da hinten würde ich gerne noch hinten. Da ist noch ein Ort, wo ich gerne angucken würde. Genau so stelle ich mir das immer vor. Speichern. Das wird sowas von schief gehen, das Ganze. Immerhin sind sie so fair und lassen mich eins gegen eins machen. Ich sagte fair. Wuhu. Inventar. Gib mir einen Rum. Ich bin gern Säufer. Ja, hat sich richtig gelohnt hier. Immerhin habe ich das getroffen. Wie sieh doch mal. Ich muss jetzt erstmal diese Sandteufel hier loswerden. Und erstmal ins Inventar und noch einen Grog trinken und noch einen Grog. Und die Waffe ziehen, danke. Natürlich daneben. Er hat mich verarscht. Er hat mich schon wieder verarscht. Jetzt. Okay. Einmal den hier. Ich wusste es. Das ist eigentlich... Kannst du das timen, nachdem er zweimal geschlagen hat, kannst du direkt treten. Ich erkenne das Angriffsmuster. Schlag, Schlag, Tritt. Ja, das war schön. Das muss ich mir lassen. Das habe ich wundervoll hingekriegt. Sandteufel. Sandteufel. So. Wir gucken jetzt noch ganz kurz und dann beende ich die Folge auch wieder. Wir haben schon wieder. Es ist schon wieder Zeit, ihr wisst es. Aber das will ich jetzt noch kurz gucken, was hier ist. Jetzt nicht. Komm, trete mich, schlag mich. Zack, zack. Tritt. Upsa. Er hat eine Dreier-Kombo gemacht, das zählt nicht. So. Gib mir deine Muscheln. Habe ich schon aufgenommen? Nee, jetzt. Okay. Was haben wir hier? Fackel, Grog, Gold. Hey, 10 Gold. Wahnsinn. Wir sind richtig reich. Wir sind richtig reich. Was ich mal gesagt haben. Und da ist noch mehr so von diesen blöden Laternenfischen, ey. Ich hasse euch, Sandteufel, Nerven, Segen. Ihr könnt mich mal. Ich hab dich getreten, ne? Wie fühlt sich das an? Ja, nimm das und das und das und easy. Naja, easy nicht. Und da ist irgendein Viech, was ganz komisch aussieht. Und ich habe Angst vor dem. Darum nehme ich jetzt erstmal einen Grog. Das gucken wir uns jetzt noch an. Das will ich jetzt noch wissen. Das gucken wir uns nicht an. Das will ich nicht mehr wissen.
Doch, wir gehen mal ganz kurz hin. Ich will wissen, was die machen. Ich glaube, die greifen mich an. Das sind Ghule. Die haben wir gar keine Chance. Wow. Oh Gott, die machen schon gut Schaden. Natürlich daneben. Komm, wir probieren's. Zack, einer weniger. Vergiss es. Oh Mann. Ja, bitte mehr Angriffskombos einen rum noch. Das wird uns alles kosten, was wir haben. Gott sei Dank ging der Angriff nicht schief. Stirb, stirb. Ich werde dich einfach totballern, ist mir egal. Komm schon! Huh. Krallen erhalten. Krallen erhalten. Ah, das ist überhaupt nicht gut, was hier gerade abgeht. Ausrüstung, Plunder. Können wir eigentlich damit was anfangen? Der nimmt es wahrscheinlich dann automatisch, wenn wir es brauchen. Ich speichere kurz. Es war nicht so geil von mir, dahin zu gehen. Wir haben jetzt so gut wie all unsere Vorräte aufgebraucht. Wo waren das? Die haben doch gerade irgendwas bewacht, oder bin ich bescheuert? Und es waren drei vor allem. Wir rollen jetzt nochmal kurz zurück. War das hier? Lass mich, danke. Hä? Wir gucken jetzt noch kurz hier rüber. Ganz kurz noch, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Hier haben wir die Truhe vorhin gefunden. Ah, hier war das, genau. Ein Ghoul steht da noch, das war mir klar. Oh, es sind sogar noch zwei. Oh, bitte nicht zwei, nicht schon wieder. Gut, schon mal einen Hit abgegeben. Oh Gott. Benutzbar ist rum. Ja, komm, wir nutzen den Rest, den wir haben. Let's go. Hoffentlich lohnt sich der Kack. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich gegen die fighten soll, ganz ehrlich. Das ist total ungerecht. Immerhin treffe ich gerade. Das ist schon mal was. Inventar. Bloody Mary. Dieses Angriffsmuster ist komplett unrealistisch. Okay,
Geduldig muss ich jetzt an die Sache rangehen. Okay, speichern. Hoffentlich lohnt sich das, was ich hier gerade auf mich genommen habe und all meinen Proviant weggenommen habe. Gegen Ghule kämpfe ich jetzt ab sofort sehr, sehr ungern. Da war doch was, oder? Nee. Also wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Och, komm schon. Echt jetzt? Mein klar, tot sind sie, aber... 31 Minuten, ich habe die Folge so übel überzogen. Ich würde sagen, Map. Wir reisen da jetzt hin. Und speichern ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Jetzt fange ich an wie Gronkh.